herzlich willkommen in diesem Online-Gitarrenkurs-Video. Mein Name ist Georg Norberg und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie eigentlich die großen Gitarristen all diese ganzen schnellen Läufe und Solis aus dem Ärmel schütteln können. Und es ist in der Tat so, dass sich keiner von denen hinsetzt und Note für Note sich da irgendwas zusammenreimt, sondern es sind einfache Konzepte im Hintergrund, die genommen werden und die großen Solis werden alle improvisiert. Also es wird dann nichts komponiert, sondern wirklich ganz, ganz viel aus dem Ärmel geschüttelt und spontan entwickelt. Und das ist das Geheimnis von der Improvisation. In diesem Video zeige ich dir zwei Methoden, wie auch du dein Gitarrensolo einfach aus dem Ärmel schütteln kannst. Du brauchst zwei Sachen dafür. Erstens eine geile Hintergrundmusik und zweitens gute Ideen von anderen, die wir einfach nehmen und ja, als unsere eigenen benutzen. Ja. Und diese eigenen Ideen, die bekommst du von mir, kannst es also eins zu eins kopieren und dazu eine geniale Hintergrundmusik nehmen, auf der du das Ganze noch richtig schön auf Tempo bringst. Und schon haben wir den Grundstein gelegt für ein gutes Gitarrensolo. Wichtigste Voraussetzung ist zum Improvisieren können die Pentatonik, die ich dir in der Pentatonik-Formel für Gitarristen schon mal gezeigt habe. Wenn du sie noch nicht kennst, mach kurz an der Stelle Stopp und schau dir das Video nochmal an. Ist in meinem YouTube-Kanal zu finden. Die Pentatonik in aller Kürze in A. Und innerhalb dieser Pentatonik befinden sich die ganzen großen Weltklasse-Gitarrensolos drin. Ich habe es dir in den Lektionen schon gezeigt. Und ich zeige dir heute ganz Schritt für Schritt ein kleines, einfaches Soloschnipselchen, mit dem du rasend schnelle und coole Läufe in der gesamten Pentatonik auf dem ganzen Griffbrett spielen kannst. Ich nutze dazu einfach nur drei Töne der Pentatonik, nämlich erstmal hier den siebten Bund auf der D-Seite, den fünften Bund auf der G-Seite und den siebten Bund auf der G-Seite auch nochmal. Aus diesen drei einfachen Tönen werden wir zusammen jetzt einen coolen Gitarrensolo-Lauf stricken, den du auf dem ganzen Griffbrett übertragen kannst und überall spielen kannst. Merke dir einfach nur dieses Muster, was ich dir zeige. Weniger die Töne, mehr dieses Muster, die Form, wie ich sie spiele. Und anschließend übertragen wir das in sämtliche Lagen und in sämtliche Pattern der Amol-Pentatonik. Ja, das Muster, ich spiele zuerst den tiefen Ton, dann den nächsthöheren Ton, steige noch ein höher und gehe einfach ein zurück. Das ist ein ganz einfaches und zugleich sehr, sehr cooles Rock'n'Roll-Lick, was ich dir gleich auf dem Jam-Track nochmal spielen werde. Ja, du spielst die drei Töne rauf und dann wieder ein zurück. Und jetzt gehst du in deinem Pentatonic-Pattern, im Pattern 2 zum Beispiel, einfach hierher auf einen beliebigen Ton und spielst hier wieder drei Töne rauf und ein zurück. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Profi-Trick dabei. Wir sliden immer noch in den tiefsten Ton rein. Dadurch hört sich das Ganze noch so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig an. Kannst du überall spielen, also auch im Pattern 5 zum Beispiel. Und das Ganze wird dann kombiniert mit genialen anderen Licks, die dir noch zusätzlich einfallen werden, wenn du die Pentatonik fleißig spielst. Aber jetzt rein in die Praxis. Ahmed startet den Jam-Track und wir gehen ab. Du hast also gesehen und gehört, wie du mit einfachen kleinen Licks wie diesem hier das überall übertragbar ist in alle möglichen Lagen.
sehr, sehr coole Solis gezaubert werden können. Den Jamtrack dazu, die gute Hintergrundmusik, findest du auf jamtrack.de und schau einfach nach dem Rock'n'Roll Jamtrack in A und an der Stelle wirst du fündig und kannst es gleich mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Trainieren und ja, viele gute Ideen beim Improvisieren und bis zur nächsten Lektion, dein Georg Norberg.